Detector online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Eben Jack B, meinem kleinen Vomit Jack, kann man sagen. Ist mein kleiner Clan Laser Vomit, nämlich 6 Medium Pulse Laser und ein Large Laser. Einfach weil die Kombination so ganz gut passte. Der Large Laser schön, um auf Distanz beim Gegner schon mal so ein bisschen was, so den Namen reinritzen oder so. So bei 740 Metern macht er zumindest auch den vollen Schaden, aber ein Large Laser ist natürlich noch nicht die Welt. Es reicht aber, um zu nerven und den einen oder anderen Gegner tatsächlich ein bisschen einzuschüchtern. Wenn das still steht, man hat eine ruhige Hand, dann kann man damit tatsächlich ein bisschen was rausholen. Die immer mit dem Negative als Antwort. Das ist so ein bisschen. Ach so, egal. Ja, und die Medium Pulse Laser, das ist natürlich schön fein, um im Nahkampf dann mal. Ja, zumindest die Schadenszahlen hochzutreiben. Das funktioniert, ja, bei Weitem besser, muss ich sagen, als eben mit Longfish Missiles Damage Farm oder so. Finde ich zumindest. Also, es gibt natürlich genügend. Ist ja auch scheißegal. So, zwei Waffengruppen für die Pulse Laser, nämlich einmal die Ähmchen-Waffengruppe und die Torso-Waffengruppe. Für gute geplante Hitzeeffizienz, Pirates Bank, kommt die Runde gerade? Ne, der rennt weg, ne? Kriegt noch ein bisschen was drauf, aber insgesamt rennt er wieder zurück. Ah ne, er nimmt die Kurve, um sich da hinter den Felsen und Deckung zu bringen. Okay. Ich latsche mal so ein bisschen fein mit der Assault-Streit macht. Ein Light und ein Medium sind da hinten. Hm? Was habt ihr denn da so aufgescheucht? Wofür brauchst du Assistance? Hier ist doch gar nichts. Jetzt kommt was. Aha. Ordentlich verzogen. Fuck. So, halt mir mal ruhig den Rücken hin, das ist eine gute Idee. Hier kommt ein Strike, den hat der Kleine noch mal eben abgesetzt. Ah, haben wir gut verkraftet, hervorragend. Okay, umdrehen, Hakengas, ab zum Team. Wir schauen nicht, dass es was von hinten noch überrascht. Scheinbar nicht. Sehr zart, okay. Unsere UAV auch sehr schön. Gut. Man sieht eine UAV fliegen unten gegnerischen Mech, kann man mal machen auf der Map. Ich finde das immer wieder sehr geil. Auch teilweise, wie die Leute es schaffen, mit diversen Mechs sich da so hoch zu arbeiten. Irgendwo auf so einer Spitze ganz oben habe ich mal einen Stalker gesehen. An einer Stelle, wo ich es seinerzeit mit einem Light Mech, mit Mühe und Node, mit. Wow, viele Raketen. Wo ich es mit einem Light, mit Mühe und Node, mit Jumpjets geschafft habe, da irgendwie hochzukommen. Und dann sieht man da oben halt einen Stalker hocken. Das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich zugeben. Yo. Auch viele Raketen. Junge, Junge, Junge. Leute, chillt mal. Das ist ein bisschen arg brutal. Leicht überreagiert, sag ich mal. Das muss nicht unbedingt sein. Au. Wollte ich in Ruhe meinen Arti absetzen. Na, Barschwecker. Ja, mit vielen Short-Range-Missiles und ein paar LRMs am Start. Oh, Disguised Urban Mech. Das war mal Teamplay hier. Na, Battle Master. Jetzt haut er wieder ab. Schade, ich dachte, der Disguised Urban Mech würde ihn vielleicht ablenken. Was habe ich da überhaupt angeschossen? Ein Dragon? Wow! Ah, besser jetzt mal ein bisschen weiter hier zur Hauptstreit macht. Wenn wir ein paar Leute noch haben, die für uns Damage tanken können, ist das schon gar nicht so verkehrt. Mit offenem Center Torso muss man ja vielleicht mal ein klein wenig vorsichtig sein. Nicht so komplett Rampensau spielen oder sowas. Ach, eine 20er Pumpgun. Alter, den hast du hier sowas. Auch. Das wird schön. Au, 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 what the fuck? Wofür guckt ihr da in die Richtung, wenn ihr da nichts macht, Alter? So. Oh oh. So, einmal ein bisschen Hackengas nach vorne. Damage Tank mit dem Rücken und Raketen kommen auch noch rein. Ah! Ja. Gut, Movement hat es auf jeden Fall irgendwie gebracht. Hinter mir ist er jetzt wieder abgehauen.
Da haben wir auch noch ein paar Leute stehen. Oh, verdammt. Der Gegner stellt sich hier gerade sehr gut auf. What? Ja, komm, lauf vorwärts. Einfach mich ignorieren, lauf vorwärts. Zeig mir. Oh, shit. Wollte gerade sagen, zeig mir deinen hübschen Rücken oder sowas. Aber macht er nicht. Oh, fuck. Jetzt bin ich noch offener. Ich bin ein weltoffener Mensch, ein weltoffener Mac oder sowas. Oh, fuck. Nicht so das, was ich unbedingt sein wollen würde. Aber jetzt bin ich mit meinem Mac das, was ich im realen Leben nicht so bin, sondern nämlich etwas sportlich. Aber ein bisschen durch die Gegend heizen. Nennen. Losrennen. Und überraschen. Peekaboo. Na, gibt's doch nicht. Ja, gibt's doch nicht. Ey, das waren zwei geile Abstauber-Kills, die ich beide nicht bekommen habe. Oh, den Handspann kriege ich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Hyperallergenico. Wow. Hi. Oh, und wieder. Also ein bisschen, also das Kill-Stealer-Lag, das hat mich so ein bisschen verlassen. Das war auf jeden Fall ausreichend Action jetzt, gerade zum Schluss hin. Panik hat sich dezent in mir breit gemacht. Aber Panik kann man auch mal haben, Panik muss man auch mal haben. Ist ein bisschen gesund. So, hier sieht man am Schaden, dass das Ding auf jeden Fall Potenzial hat. Ich konnte es leider nicht so ganz gezielt anbringen, was so ein bisschen schade ist. Aber also ich habe das Problem irgendwie mit diesen drei Waffengruppen, was prinzipiell sehr intelligent ist. Wir schauen mal, über 500er Matchscore. Das ist auf jeden Fall ganz adäquat. So, was hier das Problem für mich persönlich ist, einfach diese drei Waffengruppen gezielt so einzusetzen, dass ich den Schaden schön schnell auf den Punkt bringen kann. Meistens bin ich ein bisschen panisch, habe zu viel Angst vor der Hitze. Ich fahre diesen Mech jetzt seit geraumer Zeit. Und so diese Schadenszahlen sind tatsächlich normal. In der Regel immer zwischen so 600 und 900 Damage. Und das meiste, was ich damit aber habe, sind in der Regel zwei Kills. Mehr nicht. Es liegt irgendwie echt so an meinem Unvermögen, damit konkret umzugehen. Ich benutze den Mech derzeit aber auch so für mich dann, um genau mit sowas besser umgehen zu können, um das besser zu lernen, um den Schaden gezielter an den Punkt zu bringen. Ich war natürlich auch ein klein wenig panisch, weil mein Center-Torso dann leider doch viel zu früh ziemlich auf war, was so eigentlich nicht hätte sein sollen. Kann man aber nicht immer unbedingt was gegen machen. Stehe ich mir ein bisschen selbst im Weg. Vielleicht wollte ich auch einfach den Large Laser rausnehmen und glücklich sein. Also da werde ich vielleicht, dem Bild werde ich vielleicht noch umbauen, wenn die Heavy Laser mit am Start sind. Der Large Laser ist hier oben ja auch nochmal eine Hitbox mehr, die man gut treffen kann, um den Seitentorso zu erwischen. Wobei es meistens tatsächlich auf den Center gibt. Jeder will diesen Mech auf die Nase hauen. Aber diese drei Waffengruppen, das ist für mich irgendwie, ne, die sind, also diese drei Energiewaffengruppen, ist für mich immer zu fuchtelig. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ich dann diesen Alpha Strike abfeuere, alle drei Laser gleichzeitig zum Beispiel, oder auch Waffengruppe 1 und 2 zur selben Zeit, bei diesem Mech verziehe ich immer damit. Ist irgendwie so ein Problem, dem ich nur nicht so ganz her werde. Naja, so sieht er auf jeden Fall aus. Die beiden Ähnchen, der jeweils zwei Seitentorsi, rechts, jeweils zwei Seitentorsi, zwei Medium Puls Laser, meine Güte. Und, warte, ich muss mal immer überfliegen, meine Panzerung. Ja, nee, ist alles cool. So. Ja, eigentlich halt vollgestopft mit Medium Puls Lasern. Im linken Torso halt den Large Laser mit am Start zu dem Medium Puls Laser. Man könnte auch, da man die Waffengruppen hier eigentlich relativ gut unterteilt, den Large Laser rausnehmen, ein Double Heatsink raus und hier auch noch dann einfach zwei Pulse Laser einsetzen. Wodurch man noch mehr Wupp-Power hat. Wir können einmal den Vergleich ziehen. Wir haben jetzt einen 56er Alpha und wir nehmen den hier Large Laser raus. Es bleibt dann natürlich Tonnage übrig, aber auch nicht so viel. So, hätten jetzt einen 60er Alpha Strike. Wir hätten dann die Armwaffengruppe mit 4 Medium Pulse Laser und die Torso-Waffengruppe mit ebenfalls 4 Medium Pulse Lasern. Prinzipiell kann das auch gut funktionieren. Insgesamt 8 Medium Puls Laser. Hätten wir Hitzestrafe, wenn wir alle auf einmal abfeuern, aber dafür wäre es etwas mehr kontrollierbar. Ich glaube, das speichere ich auch mal und das versuche ich im nächsten Match noch. Aber mal hier natürlich, dann können wir die Panzerung noch schön komplett vollziehen. Nee, noch was Besseres. So, was war jetzt 62 pro Beinchen? Bein, passt wunderbar. Equipment. So, Sensors. Wir können entweder. Ach nee, fuck. Eine ganze Tonne mehr übrig. Jetzt aber. So. Entweder ein Active Probe oder einen Targeting Computer einbauen. Ich wäre hier in diesem Fall, glaube ich, für den Targeting Computer, weil das die Crit Chance nochmal.
Wobei die Crit Chance ist auch nur minimal erhöht, ne? Ah, die Active Probe und fertig. So, 1,26 die Hitzeffizienz, wenn man das relativ gezielt und gut ausarbeitet. Ich glaube, so versuche ich die Kiste als nächstes. In diesem Sinne jetzt erstmal besten Dank fürs Zugucken, Leute. So, eure Erfahrung für einen Ebon, für einen Vomit Jack, Ebon Jack, Ebon Jaguar. Bla bla. Ich weiß, ich habe den Faden verloren. Haut rein, adieu! Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Ebon Jack B. Der Ebon Jaguar, Ebon Jack, der Whoop Jack. In diesem Fall nämlich 8 Medium Pulse Laser am Start. Der Alpha Strike ist dezent warm. Wenn man ein bisschen Heat Management betreibt, quasi Waffengruppe 1 und Waffengruppe 2, dann also jeweils 4 Pulse Laser Torso, 4 Pulse Laser Arme. Dann kann man schon halbwegs hitzeffizient arbeiten. Wir gucken hier mal nacheinander abgefeuert. Kommen wir mit etwas Kontrolle auf ungefähr 40% Hitze. Es kühlt adäquat wieder runter. Sollte zu warm werden, nimmt man einfach nur eine Waffengruppe und fertig. Es empfiehlt sich da grundlegend erstmal, solange sie noch da sind, die Armlaser anzuwenden, weil sie so schön hoch und runter zielen können. Ich habe zuvor das Ding immer mit 6 Medium Pulse Lasern und einem Large Laser gefahren, was soweit auch gut funktioniert hat, auch von der Hitzeffizienz etc. pp., zumal es keine Hitzestrafe gibt bei 6 Medium Pulse Lasern und einem Large Laser. Aber es war für mich immer so ein bisschen schwierig, da halbwegs adäquates Aiming oder sowas hinzukriegen. Die Schadenzahlen waren nie verkehrt. Zwischen 600 und 900 betrug das eigentlich immer. Aber ich möchte gerne auch gezielter nochmal damit arbeiten können. Vielleicht auch gezielter Kills machen oder sowas. Ich bin mit diesem Wubber, mit dem Jack, nicht so gut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, Schaden kommt dabei rum. Aber so das gezielte Aiming, das lässt wirklich zu wünschen übrig. Ich verwackel damit immer. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet mit diesem Mech dann immer alles so verwackel, wenn ich damit abfeuere. Der Sinn erschließt sich mir noch nicht so ganz. Sollte ich mal random eine UAV droppen? Ah, besser nicht, ne? UAVs sind ja so viel. Und hier, ECM ist gekontert. Ich habe nämlich auch kluge Art und Weise, weil noch eine Tonne übrig war, eine Beagle Active Probe am Start. Drop mal doch die UAV jetzt. Vielleicht bringt es ja ein klein wenig was. Da ist was. Na, angewubbert den kleinen Huntsman. Linebacker. Der Orion da, der ist aber auch schon wirklich der. Der will's wissen, kann man gar nicht anders sagen. Gegen einen Assassin arbeitet der da hinten oder ist der ECM Assault von den bösen Boom auch noch am Start? Oh mein Gott! Ich hätte gerne mehr Intel über den Feind. Na, er macht das zu gut da hinten mit ein bisschen Pop-Tart-Spielen und so was. Da kann man nicht so viel rausholen, weil da, ja, sehr viel Deckung durch die Steine hat. Ah, wie süß, ein Herz am Po. Da hinten war er, der Assault. Aber hier wird gerade schön auf den Gegner gepusht. Ich glaube, ich gehe mal mit hin. Und guck mal, dass ich mein Team hier supporten kann. Yo, fuck, ein Direwolf. Uncool. Wow, erstmal hart in die Eisen gehen. Juhu! Na, jetzt wird's warm. Oh, come on! Oh! Au! Zu viel abgekriegt, einfach von allen Seiten überhaupt und sowieso. Verdammt. So, da ein Strike hin und jetzt erstmal weglaufen. Ach, meine Schätze, wegrennen! So, da hinten der Assault ist down. Na, was haben wir da? Ein Wolf und ein Light. Haben wir eine Position, von der aus wie so ein bisschen. Was ist das nächste da? Hector? Cataphract? Yo. Ja. Oh fuck, so viele Gegner hier. Alter Schwede. Oh, wir sind einander im Weg gelaufen. Oh, komm. Gut. Wow, hier direkt vor meiner Nase. Was bist du? Alter, hau ab! Wow! Zu viel Damage überall an den Körperteilen und sowas, das mag ich gar nicht. Er hat ein Ärmchen weniger. Ein Mech weniger wäre besser für diesen Piloten. Komm. Oh,
Ach, jetzt kommen sie von da oben, die dreckigen Miesen. Das ist mir zu viel hier, meine Güte. Der Assassin, ne? Der will immer noch wieder rumnerven, aber hart. Ich muss hier weg. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich habe auch keinen Strike mehr, keine UAV, gar nichts. Ah, help me! Ambush from behind. Und da auch, da wird rumgelasert. Large Laser, IR von Inners hier, glaube ich. Kann mich natürlich auch irren, da vermute ich irgendwie. Bestimmt Clan. Wenn ich sage Inners hier, dann ist es 100 pro Clan. Wir gewinnen gleich, weil wir die Mitte erobern. Was auch denn? Yo! Alter, im Ernst, er rennt frontal auf mich zu. Kriegt die volle Ladung, wupp! Und fällt nicht um. Oh shit, mein Seitentorso. Er ist weg, der andere ist auf. Es ist alles auf. 26% Mech habe ich nur noch. Nein! Nein, nein, nein! Leck mich! Ach, ihr jagt sich auch noch selber in die Luft. Guckt euch das an. 18% Mech. Kirschroter Center Torso. Es ist nur der Typ übrig, der mit seinem Large Laser irgendwo auf Distanz rumfunzelt. Ich stelle mich jetzt mal erstmal hier hin. Und bin Dekoration. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Disconnected! Alter Schwede. Das war mir fast zu actionreich. Meine Güte. So viel Angst. Dreckige Lightmakes, die unfassbar viel aushalten, weil man das so schön skillen kann und sowas. Okay, die magische 600er Grenze nicht gepackt beim Schaden her, aber das Match hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen mehr noch auf den Wupp im Nahkampf einspielen und ich glaube, dann komme ich damit auch klar. Die Hitzeerzeugung, da muss ich noch ein bisschen schauen, ob das so für mich funktioniert. Ist auf jeden Fall nicht ganz so easy. Aber grundlegend ein bisschen drauf einspielen, ein bisschen mehr Kontrolle bei der Hitze. Ist auch das, was ich eigentlich noch weiterhin üben muss. Also mit den Wubbern halbwegs gut umgehen, das funktioniert da scheinbar. Wo der Assassin schön auf mich zugestürmt ist, konnte ich zumindest halbwegs in Ruhe gerade den Center öffnen. Ja, es hat aber nicht gereicht, um ihn zu töten, was ein bisschen schade war. Aber Hitzemanagement nochmal ein bisschen mehr üben. Mit diesem Mech ist es, glaube ich, ganz gut, weil das also für mich persönlich so ein Nahkampf-Panik-Mech. Und wenn ich da dann im Nahkampf die Hitze irgendwie halbwegs unter Kontrolle habe und Schaden austeilen kann, halbwegs gezielt, ich glaube, dann bin ich sehr schnell Tier 1. Ich meine, jeder ist irgendwann Tier 1, ich weiß aber. Ne, trotzdem, Baum. So, ihr seht hier, das Ding, der hat den linken Seitentorso vom A. Aber ansonsten ist es alles ziemlich B, was wir hier sehen. Also nicht so viel Aufregendes. Alles vollgestopft mit Medium-Puls-Lasern und Double-Hitzings. Und einer Clan Active Probe, weil die eine Tonne noch übrig war. Es besteht natürlich die Wahl zwischen der Clan Active Probe und einem Targeting-Computer, aber die Clan Active Probe gefiel mir in dem Sinne da doch besser, weil man damit einen ECM kontern kann. Dann Survival, alles schön gepusht, damit der richtig viel aushält. Reinforced Casing, das ist eine Prozentchen weniger kritische Trefferchance, die man kassiert. Finde ich, kann man drauf verzichten. Da streiten sich allerdings die Geister. Ne, da spalten sich die Geister, keine Ahnung. Das macht jeder so, wie er es mag. Fertig. Die AMS-Dinger habe ich weggelassen, weil ich kein AMS habe und fertig. Dann hier. Ah, den Kinetic Burst kann ich noch wieder rausnehmen. Und den auch. Zweimal. Wobei, ne, die hatte ich wahrscheinlich übrig. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Hier alles so runtergeskillt zum Speed-Tweak. Und Kinetic Burst, die beiden Punkte, die hatte ich noch übrig. Ich habe nämlich Operations voll geskillt. Bis auf das, worauf ich verzichten kann. Hier Heat Containment vor allem. Und Cool Run. 10% schnellerer Hitzeabbau. Und Heat Containment erlaubt es uns, 15% mehr Hitze aufzustauen mit unserem Mech, bevor wir in den automatischen Shutdown gehen. Was doch schon sehr vom Vorteil ist. Bei den Sensors habe ich Radar Deprivation, mache ich im Moment recht gerne, auf 60% gearbeitet. Wobei ich das inzwischen auch wieder bei einigen Mechs weglasse, die halbwegs die Geschwindigkeit haben, sich schnell genug in Deckung bringen zu können. Manchmal muss man halt damit leben, dass man ein paar Raketen kassiert. Und Auxi habe ich so weit gepusht, dass hier meine Strikes ein bisschen besser sind. Und dass ich einen weiteren mitnehmen kann. Also eine UAV und zwei Air- oder RT-Strikes. Und dann bin ich glücklich. Das war's dann. Mein Bild, meine Skillung, mein Haus, mein Block. Also es funktioniert auch interessanterweise ganz gut mit 6 Medium-Puls-Lasern und einem IR-Large-Laser.
muss man mal so für sich schauen, womit man mehr Spaß hat. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr geil. Ein sehr hohes Schadenspotenzial. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Haut rein, traumhaften Tag noch.